Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zur weiteren Folge, vielleicht der letzten, keine Ahnung, Bioshock Infinite. Wir sind im Luftschiff, das gerade abgestürzt ist, treffen wieder diese komischen, ja, dieses Pärchen, dieses Merkwürdige, und werden jetzt mal schauen, dass wir hier, falls es nicht noch irgendwas hier drin gibt, was nicht so aussieht, das Luftschiff verlassen. Bitte nicht, sehr. Was ihr tut. Na also. Nein, jetzt habt ihr es geschafft. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann, bringt er einen hin, wo man hin muss. Hä? Möchtest du etwas anderes hören, Bruder? Einen Walzer vielleicht? Krass, 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 krass. Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Natürlich. Wenigstens ist das Piano noch da. Was sind denn das für kranke Typen, ey? Wo kommen die her? Was machen die? Sind es Zeitreisende? Warum können die durch die Spalte gehen? Was ist hier los? Okay, alles sehr verbrannt und kaputt. Aber da ist auch gerade ein Luftschiff reingeflogen. Kein Wunder, dass es kaputt ist. Das mal zur Seite. Wie bin ich zu steil, ey? Booker. Das ist Comstock House. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Okay. Scheint ja doch noch ewig zu gehen, das Spiel. Krass. Wo wollen diese Leute hin? Dorthin, wo es keine Vox Populi gibt. Ich hab Geld gefunden. Ich liebe dich, aber ich hasse dich. Tut mir leid. Aha. Alles meine, alles Geld ist meine. Brauchst du eh nicht, aber. Richtig geil. Bringt doch einfach rüber, komm, ich schub's euch. Okay, geht nicht. Mülleimer. Mit 24 Silberigel drin. Was? Bringt ja nichts, sich drüber aufzuregen, dass ein Geld, dass ein Müll Geld ist, aber naja. Ja, stehen, wir können uns das auch mal ersparen, hier alles zu durchsuchen. Und gehen mal zu Comstocks Haus. Ich bin gespannt. Das ist doch bestimmt total voller Waffen, oder? Und Maschinen. Müssen wohl aber klar darüber, aber wir schauen erstmal hier rein. Dieses Moskito-Ding kann erstmal sich darum kümmern. Schadensboost 2, na endlich, na endlich. Wie geil ist das denn? Schadensboost 2 erhöht Maschinengewehrschaden um 25%. Ja, auf jeden, Digga. Auf jeden. Und Schadensboost 2 fürs Präzisionsgewehr. Na, endlich, ey. Jetzt haben wir die beiden Sachen voll. Auch wenn ich immer noch zu wenig Verbesserung fand. So, ein paar Krähen los schicken, die da erstmal für uns die meiste Arbeit machen, und dann können wir da auch in Ruhe hin. Schieß denn hier? Was ist die Raum erstmal? Lass dich ja immer in den Rücken fallen müssen, das gibt's doch nicht. Okay, fangen! Oh, ich war ja fast tot.
Glück gehabt. Gar nicht gemerkt, ey. Ja. Ich muss sagen, die macht Spaß in ihrem neuen Outfit. Was? Ich bin wieder fast tot? Fuck! Wie das denn? Okay, erstmal voller Energie und irgendwo lagen da Medizinkits. Das hab ich gesehen. Hier. Krass. Glück gehabt. Wer schießt denn hier noch? Oben ist noch jemand. Na, wir gehen erstmal zurück und gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen Munition finden, weil die ist auch fast wieder alle. Sieht nicht so aus. Dann eben weiter. Sehr gut, Elisa. Sehr gut. So. Ja, gib mir auf den Sack, so endlich, ey. Jetzt haben wir alle, oder? Hä, wofür ist denn diese Wasserlache? Kann man das verstehen? Also ich verstehe es nicht. Okay. Oh. Haben die etwa die Zivilisten umgebracht? Achso, ja, das waren ja die Vox Populi, stimmt. Die bringen ja dann die Zivilisten um. Krass, krass. Aber die sind doch Zivilisten, die müssen doch auf der Seite der Zivilisten sein. Die versuchen doch, die Unterdrücker wegzubekommen. Verstehe ich nicht ganz. Bert. Sieht einfach aus. Ey, wie ich schon 30 von diesen hässlichen Lockpicks habe. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Geschafft! Drin ist ja schon alles kaputt und voller Leichen, Nicht gut aus. Sieh dir das an. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Wenn Volkes Blut erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. Tell us, Prophet, do you see us coming? Das Skalp, oder was? Krass. Ziemlich krass. Ah, endlich können wir Lockpicks verbrauchen. Elizabeth, hilfst du mal? Ich probier's mal. Fertig. Oh, jetzt haben wir noch 27. Na, hoffentlich finden wir bald welche wieder. Infusion vielleicht noch, um meine Schildkapazität aufs Maximum zu bekommen. Ja, da ist sie, sehr schön. Schild auf Maximum. Genau das, was wir jetzt brauchen. Danach, also falls ich jetzt noch Infusion finde, dann werde ich einfach immer meine Lebensenergie damit erhöhen, logischerweise. Und sollte es dann immer noch mehr Infusionen geben, also ich glaube nicht, dass es so weit geht, aber... Falls es dann doch so sein sollte, dass die Lebensenergie dann auch voll ist, dann würde ich auf Salze gehen, aber das wird wahrscheinlich nie passieren. So. Krähenboost erhöht die Dauer von Betäubungen. Na, das ist doch schon mal was. Und das andere, was wir noch benutzen, was benutzen wir noch? Hä, wir benutzen doch keine Beherrschungshilfe. Was? Was haben wir denn sonst immer gehabt? Dieses hier, oder? Schockjockey. Naja, eigentlich benutzen wir gar nichts davon. Ich benutze eigentlich immer nur die Krähen. Ist auch nicht so richtig. Wollen wir irgendwas verbessern? Oh, da lag ein Lockpick.
Puh, keine Ahnung. Nehmen wir einfach mal dieses Schockding hier. Vielleicht die Fähigkeit, Blitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Schockkette Hilfe, okay. So, das sollte reichen. Eine Garantie? Wer hat schon Zeit? Munition ist voll. Munition ist voll. Den Papierkram. Gut. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt. Ah, okay, danke. Bin ich aber echt mal gespannt, wie es weitergeht. Hier ist noch ein Geld. Ich dachte, es wäre ein Lockpick. Hier oben war noch irgendwas. Wo war es hier hochklettern? Hallo. Kletter mal hier hoch. Wie komme ich denn hier hoch? Ach so, mit dem Frachthaken. Es wäre ja auch zu einfach, die Leiter hier hochzugehen. Okay. Ist aber ja zu einfach, die Leiter hochzuklettern. Man muss natürlich erstmal so einen Riss aufmachen für den Frachthaken. Damit man sich an den Frachthaken klemmen kann und dann hier hochspringen, weil Leitern können wir leider nicht benutzen. Das ist uns nicht möglich. Neue Stiefel, Tod von oben, erhöht an Skylines den Schaden von Waffen. Oh, das ist sinnlos. Immer noch diese Kackausrüstungen, die eh niemand braucht. Ja, nehmen, mitnehmen tun wir sie schon. Ausrüstung nehmen. Gut, weiter geht's, Elisa. Alles leer. Na, hier war... Na, Gesundheit brauchen wir nicht. Komm weiter, Baby. Mit ihren kurzen Haaren sieht sie wirklich noch einen Tick besser aus, muss ich sagen. Comstock bekommt das, was er verdient. Was machst du denn? Okay. War einfach. Ist immer so krass, wie lange es dauert, bis die merken, dass ich da bin, oder? Die Krähen sind echt meine Freunde, ey. Die gefallen mir. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir die Vox Populi-Chefin, diese Fitz, noch umbringen. Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann, oder? Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York. Na komm, Junge. Nur noch viel größer. Helf mir. Und es stand in Flammen. Hm. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Sieh mal. Meinst du, der wollte das alles? Und du? Los! Schon dabei! Wo ist denn meiner? Ist meiner auch da? Mein Elektrisierter? Wo ist denn der? Ich sehe ihn mindestens nicht. Toll, wie mein Geschütz da unten schon kaputt ist. Aber jetzt machen wir anständig Schaden durch. Machen wir anständig Schaden durch unser... Öffne ihn. So, jetzt komm mal her und mach mit, Junge. Wo geht der denn hin? Hallo. Ja, komm mal her. Na dann. Finde ich aber geil, dass die Dinger immer wieder kommen. Machst du schon? War nicht so schwer. Ich muss sagen, durch diesen Schadensboost ist jetzt halt das Maschinengewehr echt ziemlich mächtig. Okay. Wieder öffnen. Kannst du das knacken? Das ist alles? Keine große Herausforderung. Nicht so arrogant, Fräulein. Das haben wir schon ein paar Mal gehabt hier, ne? Von wegen total einfach und dort total lang. Zu lang zumindest, für meinen Geschmack jetzt. Action. Geh zu Comstock House. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenballons. Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft... Den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wäre es seltsamer. Was denkst du, wie die das machen?
Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Auf jeden Fall mit so die interessantesten Charaktere hier im Spiel. Das guckst du nämlich da so entgeistert an. Okay. Komm, Comstock House ist erfahren. Wenn die sich so teleportieren können und überall gleichzeitig sein können, warum haben die da nicht alles gemacht, wenn die sowieso alles wissen? Warum muss ich das alles machen und mein Leben hier riskieren? Der Post des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich denn ein? So, die Krähen sollen wieder ein bisschen Spaß haben, dürfen was essen. Nur zwei Gegner? Okay. Also wirklich schwer, wir müssen das Spiel nicht mehr machen, oder? Kann das sein? Hier, gut aufheben. Vielen Dank. Ah, das brauchen wir eigentlich alles nicht mehr, ich meine. Das haben wir jetzt alles schon. Schade, dass es keine Magazinvergrößerung mehr gibt für Maschinengewehr oder... oder meinem Präzisionsgewehr. Komisch. Und jetzt? Da, ein Lockpick. Den könnten wir mal brauchen. Wir haben 27, glaube ich. 28 sogar. Kannst du das öffnen? Mal sehen, was ich tun kann. Wir brauchen überhaupt keine Lockpicks mehr. Kann mir zumindest nicht vorstellen, dass sie jemals alle werden. Wo hast du ihn denn gesehen? Den Lockpick. Ah, hier, alles klar. Sehr gut. Dann haben wir hier auch alles durchsucht. In diesem wunderschönen... Hier ist ein Büro und hier ist eine vermüllte Abstellkammer oder was, die gefliest ist, wo man im Bad war oder irgend sowas. Aha. Wir haben auch lange keinen Voxophon mehr bekommen, oder? Also geht's hier nicht weiter? Wo geht's denn hier weiter? Bin ich blind? Ich dachte, das wäre der einzige Weg. Hier kommen wir nicht rein. Ach, hier geht's weiter. Sag mir das doch. Okay, immer zwei auf einmal oder was, weil die wollen unbedingt sterben. Der Distrikt gehört uns. Exekutiert jeden, der Ärger machen könnte. Jeden Bewaffneten. Jeden Brillenträger. Den Rest treibt zusammen. Warum denn jeden Brillenträger? Weil die zu schlau sind oder was? The Founders will... Was? Will Bleed, okay. Mr. Comstock, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie... Ich war bei dieser Hall of Heroes, um ihren falschen Hirten für sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu. Half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich ihn das Messer halten. Sperrt. Sieht kinderleicht aus. Mach mal auf. Vielleicht verbrauchen wir jetzt alle Lockpicks, wenn wir jetzt hier alle 3 Meter ein Tresor für 3 Lockpicks finden. Könnte ja sein. Hier ist auch nochmal Lockpick, oder? Ja, krass. Das knacken? Eine Sekunde. Endlich mal. Bitte sehr. Was? Hier sind Leute drin? Es war doch abgeschlossen. Okay. Die haben sich wohl drin versteckt oder was? Tut mir sehr leid, dass ich euer Versteck da gefunden und geöffnet habe, aber vor allem richtig geil, oder? Das ist das perfekte Versteck. Wenn ich hier im Krieg wäre und mich in so einem Raum verstecken würde, würde ich die ganze Zeit nur noch saufen, ey. Die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt, ist sowieso relativ groß. Hier hast du noch ein paar Reste, die du essen kannst. Trinken, essen, falls irgendwo noch Zigaretten rumliegen, rauchen. Das wären genau die Sachen, die ich dann am Ende meines Lebens... ja, ausgiebig tun würde, wenn ich wüsste, dass es so bald zu Ende geht mit mir. Interessant. Was denn?
Ah, hier liegen doch Zigaretten, oder? Ach, nee, sind Spielkarten, oder? Nee, sind Zigaretten, muss ich so. Wieder mein Lockpick. Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Gut so. Neue Klamotten. Blut zu Salz. In 40% aller Fälle lassen Gegner Salze fallen, wenn sie sterben. Was? Hä? Sinnlos, oder? Ich bin ja hier nicht im Rollenspiel. Ah, was ist denn da los? Mal wieder eine Propaganda. Luteks Bruder kommt nach, keine Ahnung, Columbias größte Wissenschaftlerin stellt ihren Zwillingsbruder vor. Auch er ist Physiker. Ein weiteres Genie, wer wusste, dass sie Verwandtschaft hat? Okay, interessant, interessant. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alles in dem Raum durchsucht. Können wir rausgehen? Da, hier. Sicherheitshalber erstmal einen Waffenautomaten bestellen. Ihr wisst Bescheid, ne? Damit, wenn ich hier hochkomme, schon mal alles geklärt ist. Der